Ja, hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Iron Harvest 1920. Plus, minus, weiß ich nicht. Leute, diesmal bin ich tatsächlich alleine. Ich dachte mir nämlich, es wäre doch eine ganz nette Sache, wenn ich denn, ja, am Montag neben You Don't Know Jack 2015, was ich immer spiele, auch mal Iron Harvest mit einbinden würde. Weil ich muss sagen, ich habe echt Bock auf das Spiel und ich habe überlegt, ja, wie könnte ich es denn einbinden? Also, wie würde das momentan sozusagen in meine Projekte passen? Und da dachte ich mir, ey, warum denn nicht einfach montags immer so als kleine Schmankerl neben den You Don't Know Jack Teilen und mit rausbringen? Weil ich habe echt Lust und ich möchte die Kampagnen spielen. Und ich glaube, ja, wir machen es einfach mal, oder? Also, gar nicht groß um heißen Brei reden. Ich würde sagen, wir starten. Kann ich mich denn überhaupt einloggen hier? Mit dem Internet. Ich bin verbunden mit dem Internet. Verbindung wird hergestellt. Also ich möchte ja wenigstens auch ein bisschen die Belohnung bekommen für Zeitüberschreitung. Für, weiß nicht, woran es liegt. Also ich bin eigentlich verbunden. Also, ja, ich bin eigentlich online. Ich bin verbunden. Aber na, ist jetzt auch egal. Wir fangen einfach mal an. Start. Was gibt's denn für schöne Kampagnen? Also, willkommen, Kommandant. Bitte wähle die Spielerfahrung, die du dir von der dieser Kampagne wünschst. Diese Einstellung kannst du jederzeit während des Spiels ändern. Bespiel dir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschichte und spielmechanische Herausforderungen bevorzugen oder schon Erfahrung mit Echtzeitstrategiespielen haben. Standardeinstellung, Abenteuer und Ehre. Dann gibt es noch Entdeckung und Erkundung für Spieler, die einfach nur die Geschichte und die Welt von Iron Horse erleben möchten. Oder sich noch nicht mit Echtzeitstrategiespielen auskennen. Die Gegner besitzen weniger strategisches Geschick und deine Einheiten sind erfahrener. Blut und Ruhm. Für Spieler, die eine ernsthafte Herausforderung wollen oder geübte Echtzeitstrategen sind. Ja gut, da sehe ich mich nicht so. Also ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit Echtzeitstrategie, aber nicht so in der Masse. Die Gegner werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um zu gewinnen. Und ihre Einheiten sind erfahrener. Oh, das ist ja cool. Muttersprache. Figuren und Einheiten sprechen in ihrer jeweiligen Muttersprache. In Zwischen- und Filmsequenzen werden Untertitel deiner ausgewählten Textsprache. Geil, das nehme ich. Also Muttersprache aktiviere ich. Das ist eine super Sache. Das bringt nochmal so ein bisschen mehr Immersion in dieses Spiel. Also ich nehme Abenteuer und Ehre. Ich glaube, so ein gutes Mittelfeld ist ganz in Ordnung. So. Aber jetzt schauen wir mal. Reparieren. Wähle eine Pionierin. Ja, das Spiel ist halt wirklich klasse und ich möchte jetzt diese volle Erfahrung genießen. Bin gespannt. Ich freue mich. Ah, schön. Ein langer Winter scheinbar. Alles ist schneebedeckt. Nie mogę się bawić, ale jak to? Dziewczyny nie umieją rzucać ani szybko biegać. Drużyna z tobą miałaby ciężej. Wcale, że nie. I co teraz zrobisz? Rozpłaczesz się? Beksa lala! Chodźcie, ja będę polonami! Ich muss ein bisschen leiser auf mein Ohren machen. Nie, ja im pokażę! Okay, jetzt kommen die grundlegenden. Das ist doch hier einer von den roosevelt'schen Kandidaten, wollte ich gerade sagen, Kommandanten, ne? Muszę być cicho. Ich hoffe, die Lautstärke. Ich mache mal noch ganz kurz Pause. Ich möchte echt mal gucken, ob die Lautstärke so hinhaut. Mit, ja, also auch mit den Stimmen hier. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also, ich habe mich jetzt entschieden, ich lasse das soweit so. Ich habe die Stimmen ein bisschen leiser gestellt. Hoffentlich. Wenn die doch ziemlich laut sind. Aber das klingt ehrlich gesagt immer noch so. Audio. Gesprochen Dialogen, Videologen oder Einheiten. Klingt das denn? Ich will nochmal. Einfach nur gucken, dass das auch hinhaut. Tom? Also ich höre keinen Unterschied. Tende. Ja, lassen wir jetzt einfach mal so. So. Muss ich denn jetzt hier einen Schneeball in die Fräse hauen, Tom? Ne? Das ist doch alles so friedlich hier. Ich meine, wenn wir wissen, was alles auf uns zukommt, ja, dann ist das hier. Dann trügt der Schein, das wissen wir alle, ne? Bułka z masłem. Zauważą mnie, jeśli podejdę bliżej. Muszę zaatakować, zanim mnie zobaczą. Ich muss angreifen, bevor sie mich sehen. Do ataku! Autsch, ey!
Okay, der ist tot. Das war's. Wir haben ihn ermordet. Ja. Ej, przecież ona się nie bawi. Dobra. Tja, das war's, ne? Nimm dein Schicksal hin. Bleiben noch vier, ja, ja. Aber warum muss ich mich gegen die ganzen Jungs wehren? Das ist... Każdy potrafi się zakraść od tyłu. Das ist ganz schön sexistisch hier wieder, ne? Also. Oh ja. Schneemann kann ich auch treffen. Ja. Oh, boah, ich hab. Ich muss sagen, ich habe einen ganz schön harten Schuss hier, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich hier einfach so Schneemänner umwerfen kann. Das ist für so ein kleines Mädchen, ist das schon ordentlich, glaube ich, ne? So, genau, jetzt lernen wir vom Prinzip her, das kennen wir ja schon, Deckung und Flankieren. Ne? Also wenn wir uns verstecken, ist das scheinbar besser. Ja, ja. Oh, ich bin ganz zufrieden mit meiner Position eigentlich. Ja, oder ich schleiche mich mal hier zu der Mauer, das geht vielleicht auch. Genau, der ist tot. Ja, mich treffen die nicht. Die kann er mich nicht treffen, das. Wie kann er mich nicht treffen, ey? Ich meine, ich bin wirklich so gefühlt 1 Meter entfernt, aber... Das scheint ihn schon zu viel, zu weit weg zu sein, ne? So, weiter geht's. Stecken wir uns mal hier. Ej, tylko śnieżki, bez pigu! Sau! Mam ją! Hey, so geht man nicht mit dem Mädchen um, was soll das? Sterbt, los! Voll den Schneeball in die Fräse. Also, es ist interessant, also... Ich verstehe, man... Versucht, uns so eine emotionale... Ja. Sama jesteś rozwied! Rozwieci! Wycofać się! Od teraz każde trafienie zabija! Ej, ty nie żyjesz! Możecie uciekać, i tak was znajdę! Ja, aber ich sag mal, ich verstehe, was man hier versucht. Man versucht sozusagen dadurch, dass wir die Kommandeurin hier schon als Kind spielen oder, sag ich mal, so eine friedliche, angenehme Szene haben, sollen wir schon mal so eine gewisse emotionale Bindung zu der aufbauen, ne? Also... Wir rennen jetzt, besiege die Jungen. Ja. Nieder mit dem Patriarchat hier. So. Wo sind die, Arschlöcher? Ja, du kriegst mich nicht. Na? Ja, tot, ne? Kann ich hier noch plündern oder entweiden? Wahrscheinlich nicht. Jesteś! Twój brat też jest rozwied! Jetzt werde ich ja schon noch gemobbt. Was soll das denn, ey? Ah, schon schön. Die, Grafik und so, ne? Die Musik auch. Also, das ist echt, echt nice, ne? Ist eine schöne Atmosphäre, die hier so vermittelt wird. Genau, ich stimme dazu. Oh, genau, gehen wir hier. Ja, aber ne, nicht direkt in feindliche Linie. Aber ganz ehrlich, wie kann der mich nicht treffen? Also, wo schieß ich denn hin? Nee, warte, warum auch immer schießt sie hier oben, ganz oben an die Wand. Keine Ahnung warum. Ehe! Hat er gerade einen gelben Schneeball geworfen? Das war gerade ein gelber Schneeball! Bohaterka pod ostrzem! Powinny nam się ukryć! Ja, jetzt. Ist weg jetzt, so. Der ist so ein Schwein, der hat gerade wirklich einen gelben Schneeball geworfen. Oder es war wegen der Einheitenmarkierung, aber es sah aus wie ein gelber Schneeball. Oh, was ist jetzt hier? Nahkampf oder was? Boah! Hinterhältig! Alter, Leute! Hey, może zaczepisz kogoś swojego wzrostu, albo mi
Ja, richtig, gut so. Schieß sie ab, ey, die Mama. Wygrałabym, gdyby nie oszukiwali. Jak dla mnie potrzebowałaś pomocy. Chodź, wracajmy do domu. Tata czeka. Albo może wreszcie nauczysz mnie strzelać. Obiecałeś. Mówiłem, jak będziesz starsza. Ale ja jestem starsza niż wtedy, kiedy obiecałeś. Poza tym, jak mam się bronić, gdyby była wojna? Jak będzie wojna, lepiej się nie wychylaj. Ja się o ciebie zatroszczę. A co jak cię zabraknie? Wujek Lech mówił, że każdy Polanin musi umieć się bronić. Zawsze będę przy tobie. No dobra, miej mnie, nie miałam szans. I gdyby to nie była zabawa na śnieżki, tylko... Anna, no... Oj, dobra, ale... Wiem, wiem, mam nie mówić tacie. Będę tego żałował. Na, mal sehen, wie lange der noch am Leben ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier gibt es noch eine Familientragödie. Also, so friedlich bleibt das ja alles. No dobrze. W tym lesie są jelenie. Bądźmy cichutko i poszukajmy jakiegoś. Ja. Aha. Also müssen wir jetzt Rehe abschießen, oder Hirsch? No dobra. Prowadź, pani generał. Immer diese schönen edlen Tiere. Immer diese schönen edlen Tiere hier. Aha. Tendi. Ja, mit Kamera kann ich dingsen. Oder so geht's auch. Ja, ja. Ah, okay, ich kann sogar, wenn ich... kann sogar hier den Winkel ändern. Alles klar. So, ich bleib mal so. Jestem gotowa. O czym myślisz? Łatwizna. So, was kannst du hier Schönes? Nahkampfangriff. Do dzieła. Muszę być cicho. Alles klar, ich hab's verstanden. So. Dann suchen wir mal den armen Hirsch hier. Jage einen Hirsch. Widzę. Na dann. Einfach schießen oder? Nie ruszaj się. Sind wir zu laut? Scheiße, sind wir zu laut, ne? Der rennt doch weg. Co? Ja byłam cicho. Jelenie to zwierzyna łowna, więc są bardzo czujne. Musimy zmienić strategię, pani generał. Schowam się w krzakach, żeby mnie nie zauważył. A ty zagoń go w moją stronę. Dobry plan. Tylko traf jelenia, a nie mnie. Ach, jeder einer im Spiel verfügt über einen Sichtbereich. Zagoń jelenia do mnie. Okay, das habe ich nicht gewusst. Also ich... Habe ich jetzt schon mal ein Match hier mit Lift und Dark oder so? Mich in den Busch versteckt? Wusste gar nicht, dass das geht. Okay, also wir können uns im Büschen verstecken. Das ist praktisch. Das heißt also... Der Hirsch wird uns nicht sehen. Da ist auch ein Busch. So. Nie miałaś się ukryć w zaroślach? Idę. Ja, ich kann aber nicht so weit schießen. Also ich muss erstmal einen Busch finden. Bułka z masłem. Ja, jetzt renn doch mal nicht so weit weg. Bleib doch mal stehen. Ukryj się gdzieś w zaroślach. Zagonię jelenia w twoją stronę. W porządku. Aha. Co dalej? Bułka z masłem. Cicho. Das heißt, ich muss... Gibt's hier nur einen Busch, oder gibt's hier nur einen blühenden Busch, der Rest ist... Ania nie ukryje się w zaroślach, mogę cały dzień ganiać za tym jeleniem. Przecież ją zauważy. Ja, jetzt muss ich erstmal das Vieh finden. Wo ist das hier? Komm her, Hirsch. W porządku. Poszukajmy jelenia. Tam jest. Podejdźmy na odległość strzału. Ja, Schussreichweite. Ich muss ja erstmal, wie gesagt, wieder weglocken. Aber schön, dass er scheinbar immer den gleichen Weg geht. Kann ich den schon treffen, oder? No dobra. Na, wird doch nix. Die geht doch immer wieder raus. Die Olde. Tak, łatwizna. So wird das auch nix, ja. W porządku. Ja, was ist, wenn wir von oben kommen? Rennt er wieder ganz nach oben, oder? Na jetzt, jetzt haben wir es doch, so. Co dalej? Nie ruszaj się. Und nicht getroffen, Mensch. War sowas wert. Ach, Schlag. Dobra kryjówka, ale to był bardzo kiepski strzał. Z tym karabinem coś jest chyba nie tak. Słuchaj, natürlich. Jak ciągniesz za spust, nie możesz się zastanawiać, czy trafisz. Musisz być już tego pewna. Widzisz cel, widzisz jak się porusza, musisz wyczuć odpowiedni moment i wtedy... Trach! Jeleń na obiad. Rozumiem. Chyba. Ja, glaube ich. Also, Einheiten haben verschiedene Fähigkeiten. Diese müssen sich normalerweise aufladen. Ukryj się w zaroślach, a ja... Wiem!
bevor sie erneut benutzt werden können. Klicke das, um die Fähigkeit durchschlagender Schuss, und klicke dann nochmal linke Maustaste auf ein Ziel. Dieses verursacht erhöhten Schaden an Einheiten, die auf einer geraden Linie stehen. So, auf einer geraden Linie stehen. Hauptsache, ich schieße meinen eigenen Bruder ab irgendwie. Da muss doch mal Schlimmes passieren hier, oder? Also. Oh, schön, der wartet ja immer so ordentlich auf mich. Finde ich ja schon nett. So. Dann wollen wir den mal wieder hier. Wieder zur Schwester leiten. War die Schwester, oder? Die Anna Goss. Und Janek Goss. Klingt verwandt. Oh, jetzt mal ein bisschen. Hast du sie irgendwie platziert hier? Und jetzt. Nein, bitte nicht! Oh, das arme Tier. Ja, trafiłam! Piękny strzał, motylku! Tata nigdy mi nie uwierzy. Schmetterling? Okay. Bo się nie dowie. Pamiętaj, to ja upolowałem jelenia. A, no tak. I to jakim strzałem? Najlepszy w twoim życiu. Żartownisia. Fuu, to jest obrzydliwe! Nie unikniesz tego. Nie zabijamy dla zabawy. Tja. Janek? Kreislauf der Natur, ja. Naprawdę myślisz, że będzie wojna? Pewnie. I ta to dopiero będzie wielka. Obejmie Saksonię, Rozwiecję, Królestwa Nordyckie, a może nawet Szogunat. Cały świat. Szogunat? Okej. Tutaj też przyjdą żołnierze? Do tej dziury? A po co? Oh nein. Janek! No strzelaj! Nee, das war's. Nein, Janek, stopp, ich sag doch. Janek krepiert doch jetzt nicht, oder? Ui. Haben wir Glück gehabt hier. Tja, das kommt davon, wenn man die Natur provoziert, ne? Ah. Haha. Die ersten Mechs hier. O mały włos. Tak, dziękuję. Pewnie był głodny. Ej, Artur! Zabierz zwierza! Będzie z niego dobre futro na Syberię! Idziesz na wojnę? Na Rozwietów? Tak. Bronić ojczyzny przed rozwiecką agresją. Gabiaty. Imponujące, co? To śmiały. Najnowszy model. Będą kompletnie zaskoczeni. Ale niesamowity. Chodź, wieś musi być niedaleko. Szukacie Zalesia! Jestem stamtąd, mogę was zaprowadzić! No to wsiadaj! Żołnierzu! Wracaj prosto do domu, dobrze? I pamiętaj o pieczeni! Ja, halt dich gut fest, ey. Ja, fand ja noch schön geblutet, die Viecher hier. Naja, gut, haben wir schon mal so die Grundlagen hier erfahren. Aber es scheint ein Krieg zu gehen. Aber Schokolade? Wracaj prosto do domu i nie zapomnij o pieczeni! Oh, wer weiß, dass es kommt. Hallo! Renn weg! Och, komm schon. Nee, och, Leute. Muss das sein? Oh, nee. Ja. Oh. Oh, nee, ey. Och, weißt du, ich heule jetzt schon wieder gleich. Das ist okay. Das ist, muss das unbedingt sein? Okay, wir nehmen jetzt mit. To nie twoja decyzja, Piotrze. Tylko chłopca. Jeśli chce bronić ojczyzny, to będzie rzeź. Przecież dobrze wiesz, co potrafią te maszyny. Każdy ochotnik dostaje wyszkolenie i sprzęt. Kto wie, może kiedyś będziesz właśnie dowodził jednym z nich. Mowy nie ma. Nie chcę, by mój syn zginął w kolejnej bezsensownej wojnie. Bezsensownej? Walczymy o nasze domy i naszą wolność. Na kogo chcesz wychować syna? Na patriotę czy na tchórza? Jak ja? My wszyscy staniemy w obronie Polanii. A ty? Wojna nie będzie taka straszna. Wujek Lech się mną zajmie. Nie! Wszyscy wrócą do domu jeszcze przed świętami.
To nie są żadne wygłupy, Janku. To... Tak po prostu trzeba. Jako mężczyzna i polanin powinieneś być z tego dumny. Idź, spakuj rzeczy. Janek! Ty idziesz na wojnę? Słyszałaś. To kilka miesięcy. Zostawisz mnie samą? Nie. Nigdy. Ja chcę cię tylko chronić. Ja wolę nie. Wojna przyjdzie, czy tego chcemy, czy nie. Wuj Lech mówi, że naszą jedyną szansą jest szybki atak. Pokażemy rozwietom i Saksonom, że nie damy sobą pomiatać. Nie będziemy się kryć. Ale tata mówi, że to będzie krwawa jatka. Tata nie lubi się bić. Wolałby się tu ukrywać i naprawiać zardzewiałe maszyny rolnicze. On tego nie rozumie. No to ja chcę iść z tobą. Ja to robię dla ciebie, motylku. Nie idź. Ale to tylko kilka miesięcy. No. Ja wenigstens den Bären, das ist doch schön. No. Das hängt schon so überemotional an, ja, wenn. Was ist denn hier los, ey? Ach. Oh, okay. Mówili, że wojna będzie wielką przygodą. Obiecywali dumę i honor. Ostatecznie trwała 5 lat. Pełnych cierpień i grozy, jakich świat wcześniej nie widział. Po raz pierwszy największe narody świata dysponowały bronią, która mogła zabić kilkudziesięciu, a nawet kilkuset ludzi naraz. Okay. To jest interesant gemacht. Wojna się skończyła, ale miliony przypłaciły ją życiem. Wśród nich był Janek, mój brat, który chciał wrócić na święta, który obiecał, że nigdy mnie nie zostawi. Okay. Ey, das ist gut gemacht, ja. So dieses reale Footage mit den animierten Mechs da drin. Also wir haben ja wirklich vom Prinzip her eine alternative Zeitlinie, die zu unserer Zeit verläuft, scheinbar. Ne? Das ist ein interessantes Konzept. Na co oni w ogóle liczą? Na to, co wszyscy, że przepędzimy rozwietów z Polanii. Bez wsparcia naszego wojska? Wygląda na to, że wujkowi Lechowi na razie dobrze idzie. Podobno rozwiedzki atasze wojskowy wychodzi z siebie. Przy 10 rozwietach na każdego partyzanta. Oni tylko zagrażają rozejmowi, a my go potrzebujemy. Ale czemu w ogóle mamy rozejm? Czemu cesarz Fryderyk i car Mikołaj się na to zgodzili? Czemu teraz? No w rzeczy samej dobre pytanie. Panie Piotrze! Panie Piotrze! We wsi, bojownicy ruchu oporu, wzywają pana! Wujek Lech? Nie, ale mówili, że to pilne. Idź do obozu Drwali i przekaż, że niedługo będę. Ale ja chcę... Idź! Już! I masz nie zaglądać do niedźwiedzia. Okay. Spokojnie. Gib zum Holz, okej. Okay. Scheinbar sind wir schon um einiges gewachsen. Also, ich speichere mal vor, jetzt aber man weiß ja nie. Speichere mal, neuer Spielstand. Besuche Wojciech. Oder Wojciech. Okay, schauen wir mal. Durchschlagender Schuss. Dobra. Ja, nice, eine schöne Geschichte, die erzählt wird. Also, wie gesagt, ich finde das sehr interessant, dass wir so. Rozwiedzcy żołnierze? Co oni tu robią? Eine alternative Geschichte haben. So, echten Zeitlinie. Das Spiel informiert dich mit Benachrichtigungen am rechten Bildschirmrand über wichtige Ereignisse. Drücke Space, um die Kamera zum Ursprung zu bewegen. Słucham. Chodźmy. Ich soll ja da oben lang, nicht da unten. Da unten war ein Roosevelt, aber... Wygląda bezpiecznie. Den ignoriere ich jetzt einfach mal. Idę. Lepiej się schowam. So. Chodźmy. Na dann. Hey! Hallo! Ach, der hier gut trainiert, ja. W lesie są rozwieci. Hey, też to takoje! Zabłądziliście? Rozwiecja w tamtą stronę. Strzelajcie u niego! Nie!
Ey, so geht er nicht mit meinem Bären um. Will das zerfleischen. Bierz ich, Wojtek! Na dann, mach mal. Wojtek, ratuj! Ja, gut. My ich zabiliśmy. Ach, ist interessant. Nic ci nie jest, Wojtek? Musimy iść do wsi. Trzeba ostrzec tatę i bojowników ruchu oporu. Ist interessant, okay. Ah, okay, das ist also eine Einheit, der Bär und Anja, wie heißt der? Anna, ne? Anna Kors. Wojciech, oder Wojciech folgt Anna automatisch und greift die Feinde an, die sie angreift. Außerdem heilt er Anna und verbündete Infanterieeinheiten, solange er nicht kämpft. Das ist sehr praktisch. Anna kann Wojciech Befehle geben, wie ein bestimmtes Ziel anzugreifen oder ihn zurück aufs Schlachtfeld zu rufen, nachdem er besiegt worden ist. Das ist praktisch, das gefällt mir. So, na also heilen haben wir, das ist ja durchschlagender Schuss. Passiv Wojciech, greift automatisch Gegner in Reichweite an, bla bla bla. Ja, klingt doch gut, das ist doch cool. Jetzt haben wir, jetzt kann man mal die Story... Also es ist ja, es ist traurig und schön, ne? Also sozusagen den Bär weisen, gut, woran wir schuld sind oder so. Aber haben wir zu einem wertvollen Verbündeten erzogen. Das ist ja sehr interessant. Begib dich zum Holbfällerlager, ja gut. Die Sekundärziele nehme ich natürlich auch mit, soweit es geht. Aber wir kommen da nicht lang, das heißt, wir müssen hier unten lang und über die Holzbrücke uns bewegen. Sollen wir mal sehen, wie viele sich ja noch rumtreiben. Was sind da unten eigentlich? Ah, da steht irgendeine Kiste rum. Ja, aber die ignorieren wir jetzt einfach erstmal. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Da, schon wieder. Vortrupp. Na dann. Durchschlagender Schuss. Dann zerfleisch mal, los. Greif an. Na, krieg ich die weg. Doch, ja, komm. Sollte ich schaffen. Sollte ich schaffen. Gut, sehr leise sind wir nicht. Also unser Gewehr haut schon ein bisschen rein, ja, ehrlich gesagt. Warum tut der das leid? Die haben uns angegriffen, also. Die hätten uns ja auch einfach ignorieren können, aber das haben sie nicht gemacht. Was haben wir denn hier schönes? Erste Hilfevorräte. Dann will eine bestätigte Anklicker da, um den ersten Hilfe, um Einheiten zu heilen. Achso, ich dachte, ich kann die vielleicht als Vorrat mitnehmen. Ne, ich habe mich augenblicklich geheilt. Und hier sehen wir doch schon. Hier sehen wir doch schon ein Mech stehen. Das ist doch nice. Guten Tag da. Die Herren oder Damen. Oh, Bart. Leśna wróżka. Elf. Wróżki mają skrzydła. Rozwiedzcy żołnierze. Ja... Oni kogoś szukają. Rozwiedzi? Tutaj? We wsi są bojownicy ruchu oporu. Musimy ich ostrzec. Zostań tu. My się tym zajmiemy. Nie ma mowy. Tata też jest we wsi, a ja dobrze strzelam. Idę z wami. Zadanie poboczne wykonane. O, jetzt haben wir ein paar Freunde, ja. Das sind das einfach nur Schützen, Zivilisten, ja. Aber was ist denn hier mit? Den geblieben Mac. Zepsuł się kilka godzin temu. Ten tutaj już nigdzie się nie wybierze. Zaraz będę. Ach komm! Einer von euch würde das doch steuern können. Guckt euch mal dieses praktische Ding an, da kann ich mich doch schön durch die Gegnermassen sägen hier oben. Aha. Aber gut, wir können es einfach liegen lassen. Tam są wrogowie. Da, kommen sie. Inaczej się nie da. So, ach, die haben keine Chance. Die haben keine Chance. Coraz lepsi? W zabijaniu ludzi? Przepraszam. Dobra. Ja, ne, also sollt euch nicht zu viel Spaß machen, meine Lieben, ne? Das ist halt. Das ist eine grausame Notwendigkeit scheinbar hier. Also. Du sollst keinen Spaß dabei haben. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder den Weg, gehen jetzt wieder zu der Mitte. Und dort können wir dann ja abbiegen zu dem
Chodźmy. Dorf. Nee, Holzfäller, wo müssen wir hin? Partner und Widerstandskämpfer. Wygląda bezpiecznie. Ja. Wo ist doch ein Dorf, oder nicht? Ja, so ein kleines Minilager da unten, ja. Idę. Idę. Osłona zawsze się przyda. Dobra, wygląda bezpiecznie. Już idę. So. Lepiej się schowam. Oh Gott, hier. Oh mein Gott. Hier hat schon Massaker stattgefunden. O nie. Łotry! Zapłacą mi za to! Dobra. Ja, wir sollten wirklich aufpassen, also. Jasne. Oh, ja, gut. Osłona zawsze się przyda. Wieder geheilt. Gut, dann laufen wir hier weiter, weiter lang. Pomocy! Tutaj! Krisie! Ey, Leute. Czego potrzeba? Wygląda bezpiecznie. O. Zajęta jestem! So. Oh, ich hoffe, mein Bär hält das aus hier. Ja, komm, der überlebt das doch, oder? Aber der ist so tapfer, dass er immer wieder so direkt... Ne? Direkt in die Frontlinie begibt hier. Ohne Angst vor Verluste. Eieiei, ah, das war jetzt. Dzięki. Uratowałaś nam tyłki. Chodźcie, wiejemy stąd! Chwila, co się stało? Rozwiedcy żołnierza. Przyszli zaraz po partyzantach. Szukają jakiegoś profesora Dybowskiego. A mój ojciec? Zaszył się z innymi w okolicy rynku. Musimy im pomóc. Oszalałaś? Oni mają mechy i ciężkie uzbrojenie! Idę z wami. Tam ciągle są mój brat i jego rodzina. Wszyscy idziemy z wami. Rany! Tja, da müssen wir jetzt durch. Also sehr schön, wir haben uns ja schon eine kleine Armee zusammengefercht, ja? Also, ich bin sozusagen die polanische Jeanne d'Arc scheinbar. Ich hoffe, ich ende nicht so. Direkt in die Gefahr hineinzustürmen ist meist keine gute Idee. Gehe methodisch vor und versuche stets in der Überzahl anzugreifen. Das Nutzen von Deckung und der Einsatz der Umgebung zu deinem Vorteil sind der Schlüssel zum Sieg. Ja, wir versuchen es mal, ne? So. Ja, schade, mein Bär ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Guck mal, wir müssen vorsichtig sein, hier sind schon die nächsten Leichen. Hier sind schon die nächsten Leichen, eieiei. Osłona zawsze się przyda. Wir verstecken uns mal, ich weiß nicht. Wydajcie profesora! My znamy, że wy ją prячете! Nie znamy żadnego profesora! Widzę rozwiązanie! Versteckt euch gut, genau. Immer schön hinter die Mauer. Ach, da sind ja auch welche, die habe ich gar nicht gesehen. Oh je, scheiße. Oh, ich habe überlebt. Ja, doch, das ist doch so ein Ding. Wygląda bezpiecznie. So, was steht hier? Einheiten erhalten Erfahrung, wenn sie kämpfen oder andere Tätigkeiten ausführen, die mit ihrer Rolle zu tun haben. Wenn sie noch Erfahrung gesammelt haben, erhöht sich ihr Rang. Mit jedem neuen Rang erhöhen sich ihre Werte und es werden neue mächtige Fähigkeiten freischalten. Ja, genau. Wir haben jetzt nämlich hier bei unseren Schützen diese wunderbare Fähigkeit, die kennen wir auch schon aus den aus den Mehrspielerkämpfen, die ich mit Lift und Dark hatte. Nämlich hier Schlachtruf, hebt Unterdrückung auf und erhöht währenddessen die Feuerrate. Das ist natürlich fantastisch. Wir können uns heilen, das ist zwar nicht wirklich nötig, aber... Osłona zawsze się przyda. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir werden wirklich noch auf Max treffen, ne? Also... Wygląda bezpiecznie. Das war's nämlich noch nicht hier. Offensichtlich. Chupa wrogu, zaraz będę. Lepiej się schowam. Oh, was sind das hier? Sind das hier MG-Schützen oder? Nee. Słucham. Неподчинение будет сурово наказываться. Повстанцы будут расстреливаться на месте. Naja, oh. Ich sollte mich eigentlich besser verstecken, aber ich renne jetzt hier direkt rein. Ja. Ist jetzt wie es ist. Wir schaffen es ja trotzdem.
się przyda. So, wunderbar. Ja, Infanterietrupps und Helden zu Fuß können Gebäude besetzen und aus ihnen herausschießen. Ja, gut, das kennen wir auch schon. So typischer, typisches Feature für so echte Strategiespiele haben wir bei Company of Heroes 2 auch. Also immer ganz praktisch. Wähle Infanterie oder einen Helden und klicke eben mit der rechten Maustaste auf ein Gebäude, ne, um es zu besetzen. Der besetzte Trupp kann das Gebäude verlassen, indem er Gebäude verlassen wird. Frage nur, wo es als Sinn ergibt. Oh, was hängt denn hier? Ein Bild? Oder steht es einfach nur da? So, na, dann machen wir das nochmal. Ostrożnie, spokojnie! Ja. Na gut, ist natürlich praktisch, ne? Also. So lustig, dass sie von der Stimme erklingen, die so, so blechern, wenn die im Haus sind. Als ob die in einem Mech wären. Ach, sind noch irgendwo welche? Nee. Das müsste es gewesen sein, ne? Chodźmy. Zadanie główne wykonane. Da ist er doch. Unser Vaterin. Anna. Oh, 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 das sind aber viele. Tato. Co ty tu robisz? Nie powinnaś tutaj przychodzić. Ja... w lesie... Przepraszam. Tato, ja... ja... Raz wy nie chcecie wydawać nam profesora Dębowski, my sami jego znajdziemy. Перевернуть здесь все! Найти профессора! Ах ты, Scheiße. Da kommen sie wieder Max an. Tatsächlich. Тихо. И zostań tutaj. Odciągnę ich i wrócę, jak tylko sobie pójdą. Czego oni chcą? Po co tu przyszli? Zostań tutaj! Nie! Tato! Nein, du nicht! Profesora Dębowskiego, tu jestem! Chodźcie mnie złapać! Nein, warum? Oh! Was ist das denn? Der Infinity, Infinity Bluff, ja, oder wie der heißt, ne? Gauntlet, Infinity Gauntlet. Der hat jetzt echt die Opfer dafür, oder was? Ich meine, lebt er noch, oder war es das jetzt schon? Weil wenn, dann... Wszyscy do mnie! Teraz! Brońcie się! Oh, weia. Nowe zadanie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's los. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Na, auch mein Bär überlebt das noch, ja. Warum stehen die da hinten, ey? Das ist viel zu weit weg. Jeszcze nie. We wsi nadal są rozwieci. Czemu nie mogą zostawić nas w spokoju? Dalej, pomóżmy mieszkańcom wsi. Ich versuche mein Bestes. Wir können ja nicht alle im Stich lassen, ne? Na, hier wird noch weiter geschossen. Oh, drauf da! Mit Gebrüll! Und zack. Ja, umso mehr Leute ich retten kann, umso eine größere Armee habe ich am Ende des Stars. Oh, hier geht's weiter. Eieieiei. Wir richten einen Schaden hier an. Wollte ich zurückrufen? Nee. Ist okay. Ich kann mal so Motivation machen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Oh, oh, die halten hier noch durch. Eieiei. Errungenschaft freigeschalten. Speerspitze. Und hier geht's weiter. Eieiei. Nein, haltet durch. Ja, wir gehen nicht so einfach auf. Wir lassen sie nicht einfach überfallen. Was ist denn da los? Oh. So, jetzt der eine da noch, der zum anderen. Dzięki za pomoc. Na razie sobie tu poradzimy. Ktoś we wsi może jeszcze potrzebować twojej pomocy. Ja. Czemu twój ojciec podał się za tego profesora? Może chciał ich wywieźć w pole. Chyba nie wiedzą, jak ten profesor wygląda. Aha, to miałoby sens.
So, gut, ich heile mich jetzt mal. Lepiej się schowam. Hier geht was ab, ey. Już idę. Schade, dass ich nicht steuern kann, ne? Aber gut, das sind jetzt. Zaraz będę. Die NPC, Dorfbewohner. Dobra. Hauptsache kämpft ordentlich mit, ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir so ein dezent in der Unterzahl sind. Ja, bis jetzt geht's ja noch, aber wer weiß, wie sich das noch entwickelt. Wygląda bezpiecznie. Zaraz będę. So, wen haben wir denn jetzt noch? Idę. Idę. To ruch oporu. Musimy im pomóc. Oh nice, ja, haben wir welche mit Granaten. Grenadiere. Oh, 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 oh. Wir kommen zur Rettung. Ah, wie viel sind das denn? Ach, scheiße. Ah, ja, 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 ja. So, halte durch, Bär. Der müsste eigentlich... Wy z partyzantami? Co tu się dzieje? Żebym wiedział. My tylko zanieśliśmy list od naszego dowódcy do jego brata Piotra. A potem zaatakowali rozwieci. Piotr Kos to mój ojciec. Czego oni od niego chcą? Jesteś bratanicą Lecha? To by wiele wyjaśniało. Chcesz z nami iść? Próbujemy dołączyć do reszty grupy. Przykro mi, ale nie. Muszę odszukać ojca. Szkoda. Ruch oporu potrzebuje odważnych ludzi. Powodzenia. Aber hat schon wirklich so ein bisschen die John Dark Storyline, ne? Also. Idę. Ja. Ich sag doch, Anne hat wirklich hier. Anne hat richtige Eier. Also. Ich glaube, mit mir an der Spitze kann das noch gut gehen. Ich hoff's. Ich vertraue jetzt einfach mal auf meine Fähigkeiten. Ja. Wird sich zeigen, ne? Aber hier, Waffen. Kochany, nie bardzo wiem, jak tego używać. Już idę. Aber einer könnte doch mal zum Grenadier werden, oder? Ja, die sammeln hier fleißig. Dann rüstet euch mal um. Granate gotowe! Granate gotowe. So, jetzt haben wir nämlich schöne Granaten. Wirft eine Granate auf ein bestimmtes Ziel effektiv bis zu mittelschwerer Panzerung. Panzerung. Das ist natürlich bezaubernd, ne? Also, sehr, sehr nützlich. Da können wir das schön noch in die Gegnermassen reinwerfen. Okay. Zum Beispiel da hinten. So, dann würde ich sagen, wir werfen mal. So. Hat nichts gebracht, ich habe viel zu weit geworfen, ey, viel zu kurz geworfen eigentlich. Oh. Oh, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Oh weia, oh weia, oh weia. Eieieiei. Dann mach ich mal meinen Kriegsschrei hier. Schuss, damit wir das mal richtig schaffen können. Ja, sieht ja alles gefährlich aus, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Besiege die Russen. Co tu robili ci dranie? Kogoś szukali, ale mój ojciec ich odciągnął. Widziałem, jak zniszczył most. To było niewiarygodne. Więc to wszystko przez twojego ojca? Nie gadaj bzdur! Marnujemy czas. Mój ojciec uciekł na północ. Musimy mu pomóc. Musimy? Naprawdę chcecie wydać rozwietom jednego z nas? Ejże! On nie jest jednym z nas. Tak czy inaczej powinniśmy mu pomóc. Ma nam coś do wyjaśnienia. Więc chodźmy. Okay. Ja, machen wir das doch mal. Mann, das ist richtig spannend, ey. Schöne Geschichte, die erzählt wird. Also. Pomóc w czymś? Ukrywam się. Wygląda bezpiecznie. Ja, also schon mal, also wirklich so, schön macht Spaß. Also ist wieder so ein, also ich will jetzt nicht sagen, wirklich ein klassisches, Strategiespiel, aber ich meine, solche Missionen kennt man ja auch aus, ja, so Strategiespielklassikern wie Age of Empires 2 zum Beispiel, ne? Oder Warcraft 3, Starcraft und so. Ist cool. Also ich bin mal gespannt, ob wir noch so Basenbau-Missionen in der Hinsicht haben. Also wahrscheinlich eher nicht so, weil das steht ja nicht so wirklich im Vordergrund bei diesem Spiel. Ich meine, wir haben ja. Gut, wir haben jetzt pro. Pro Fraktion immer zwei Gebäude, die wir bauen können, ne? Die Kaserne und dann sozusagen die Werkstatt, wo wir die.
Mechs kreieren können. So, mal sehen. Das ist hier alles Waffenkiste. Na dann. Dam sobie radę. Wygląda bezpiecznie. Jeśli to coś da. Dann rüstet euch mal schön aus hier. Wystarczy mi to, co mam. Ausrüsten nicht möglich. Aber die einen sind doch noch keine Grenadiere, oder? Okay, ich hoffe, das ist okay und das ist richtig. Granate gotowe! Jasne. Ich weiß, es wird ein Upgrade sein. Die werden ja sowohl normal schießen als auch Granaten werfen, scheinbar, ne? Nie bardzo wiem, jak tego używać. So, hat jetzt jeder was oder? Nee, die noch nicht. Also ergo, Granate ist immer ein Upgrade. Man sieht ja auch, dass wir sowohl jetzt hier das Gewehr haben, als auch die Granate. Also werden die, wenn die beide Sachen abschießen oder beide Sachen nutzen, was sehr praktisch ist. Oh, 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 oh. Ein Mech. Oh, komm. Oh, scheiße, so noch Flammenwerfer, Mac. Ach du Scheiße. Halt das durch? Ja. Alter, dass der das aushält, ey. Der wird ja flambiert, der Bär, aber scheint ihn nicht so zu stören. Eieiei. Gut, das Ding ist kaputt. Aber wir können ihn noch ausschlachten, dann machen wir das natürlich, ne? Er soll da nicht rumklettern, ihr sollt ihn ausschlachten. Was machen die? Die springen da rum. Was ist los? Gut. Boah, ich glaube, wir haben mit Panzerfäusten, Alter. Alter, Alter. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ja nice. Da könnte einer von euch können wir mal Kanonen ausrüsten. Und das sind Panzerbrecher, Kanoniereinheit. Effektiv gegen Mechs und eng stehende Infanterie. Das ist natürlich sehr praktisch. Genau. Ich versuche natürlich meine Armee so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, denn umso mehr verschiedene Einheiten ich habe, umso mehr situationsdeckend kann ich auch reagieren. Ne? Also und so soll das ja auch sein. So, meine Lieben. Ah, schön. Spannend hier. Jetzt kann langsam voran. Ach toll, wie schön auch einfach diese Umgebung immer ist hier. Und jetzt hier. Bam. Oh. Eieiei. Die hauen durch hier. Oh, die haben ja keine Chance. Überhaupt keine Chance hier. Alter, Alter. Das knallt, ey. Meine Fresse. Das haben wir hier oben. Das ist einfach nur Standardwaffe ausrüsten. Deshalb steht hier noch. Die jeweiligen Fraktionen sind effektiv gegen andere Infanterie. Oh, oh, jetzt geht's los hier. Granate. Oh, Adi. Die haben mich weggesprengt. Da ist mir viel übrig geblieben. So, na, ich bin noch ganz mit meiner Leistung bis jetzt noch ganz zufrieden. Mal sehen. Aber bis jetzt ist es noch gut machbar, ne? Dafür, dass wir jetzt normal haben oder so ein bisschen den schweren Modus. Das ist ja normaler Modus, ne? Zaatakowali nasze gospodarstwo. Tata i inni strzelają z okien, ale trzeba im pomóc. Biegnij do wsi. My spróbujemy coś poradzić. Jo, das machen wir. Nowe zadanie poboczne. Besiege die russischen Soldaten, die das Gehöft angreifen. Können wir machen, wir lassen doch nicht hier unsere Leute einfach im Stich, ne? So. Ach, da kommen wir klar mit, würde ich sagen. Oh Gott, oh Gott. Die hauen wieder rein hier. Eieiei. Lasst meinen Bären am Leben. Lasst ihn am Leben. Oh, ihr knallt's, ey. Aber wie gesagt, bis jetzt kriegen wir das alles ganz gut hin. Gdzie jest Marek? Twój synek jest we wsi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę, może się przyda.
Chodźmy. Was hilft? Achso. Achso, ich dachte, ihr schießt euch jetzt uns an, aber. Na gut, das hilft natürlich auch hier. Also. Lepiej się schowam. Aber uns geht's ja soweit eigentlich Dobra, ganz gut. Wygląda bezpiecznie. Chodźmy. Aber wie gesagt, ich versuche natürlich auch alle Nebenmissionen so gut es geht mitzunehmen. Und es klappt ja bis jetzt ganz gut. Also sind jetzt ja. Ist die erste Mission, da wird das noch nicht so umfangreich sein, ne? So, ich würde sagen, weiter geht's, ne? Weiter geht's Richtung Ziel. Oh, na, passt bloß auf hier. Passt bloß auf, wir sind auf dem Weg. Anna und ihre Gang kommen in die Ecke. Was haben wir denn hier? MG-System Unterdrücker, vermeide es, Maschinengewehre direkt anzugreifen. Nein. Warte doch mal, lass mich das mal durchlesen. Leichte und schwere Maschinengewehre können Infanterie im Handumdrehen unterdrücken. Unterdrückte Infanterie legt sich flach auf den Boden, bewegt sich langsam und hat das Angriffstempo. Aber wir haben ja Veteranen der Infanterie, können die Schlachtruffähigkeit verwenden, um die Unterdrückung rascher zu überwinden und anzugreifen. Das ist natürlich nice. Das heißt, wir können die ganz normal angreifen. So, bis sie erstmal umgedreht haben, habe ich den Schneid vernichtet hier. Ja. Oh, jetzt hier, Achtung, wir schreien mal eine Runde. Ja, los, Lokolania. Oh, der nimmt sein Schicksal hin. Ach, schade, ich dachte, wir können das wenigstens mitnehmen, aber. Wir gehen mal lieber oben lang, weil hier liegt ja noch eine Medizinkiste. Obwohl, ja auch. Gut, ey, ganz ehrlich, mit den ganzen Medizinkisten kann ich ja nicht viel falsch machen, oder? Oh, wir sind da. Wir sind da. Oh, da kommen sie schon mit ihren fetten Mechs an, ey. Zabarykadowali się w domach. Długo nie wytrzymają. Te mechy niszczą budynki. Ich versuch's, ne? Also. Ey, gut, ich habe ja Granaten und sowas, da geht das schon. Rennen, Vater! Oh, was haben wir hier? Ne, nettes. Waffensysteme bemannt. Waffensysteme müssen bemannt werden, um sie zu nutzen. Wähle Infanterieeinheit. Mindestens 3 Mitglieder, bla bla bla. Oh, fucking hell! Ruf da! So. Bemannt ist doch! So, jetzt haben wir hier was. Richtungsbefehle. Einige Einheiten, wie zum Beispiel Waffen, mit einem Richtbefehl. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Einheit aufbauen, mache ich ja gerade. Schlachtruf. Oh, jetzt geht's natürlich los hier. Jetzt geht's natürlich los, ne? Oh. Ich habe auch keine Granaten mehr, ne? Also. Sieht schlecht aus. Alter. Nicht auf meinen Bären! Na komm, bemannt das Ding nochmal hier! Die trauen sich das Ding zu bemannen. Na toll, jetzt ist es kaputt. Anna, stirb nicht! Gott! Meine Fresse! Was ist denn jetzt los? Vorbei oder was? Spiel abgestürzt. Nee. Zwischen Anna? Co? Co ty wyprawiasz? Ja wiem, że kazałeś mi czekać, ale... Tato! Cii. Wszystko dobrze. Przepraszam. Tak bardzo cię przepraszam. Chodź, jest wielu rannych. Pomożemy im. Potem czmychniemy na zachód. Nie znajdą nas. Co ty narobiłeś, Piotr?
Dlaczego cię szukali? Powiedział im to, co chcieli usłyszeć, żeby uratować wieś. Więc powiedz. Ach, du Scheiße. Oh oh. Da sind die fetten Dinger ja. Alter. Okay, das war's. Nein! Ich sag doch, irgendjemand stirbt von denen jetzt hier. Nein! Nicht unser Bär! Nicht Wojciech! Oh, weia. Профессор, вас было трудно найти. Student. Видите? Вот поэтому-то нам и нужен доступ к фабрике. Ваша небольшая игрушка легко сломала шедевр русветской технологии. Может, вы и мне такую сделаете? Нестати, не знаю, как достать до фабрики. А я слышал иное. Вы и ваш друг Штайнмец, вы ключи. Как драматично. Oh. Мы закончили. Взять его. Das war's wohl. Точно, полковник Зубов. Ich bin mal gespannt, wie die Saxonier in diese Geschichte passen. Wie gesagt, die sind jetzt alle im Krieg, aber... Wielu z nas uratowała. Ta, ale to wszystko wina jej ojca. Piotr był kłamcą. Nigdy nie był jednym z nas. Mariusz, Konrad, Antoni! Wszyscy nie żyją! Musimy odnaleźć mojego ojca. Czy nie zginęło już dość ludzi? Przecież my niczego nie musimy. Odejdź! Weszli na północny wschód, w stronę torów. Dziękuję. Oh, bin ich froh, dass der Bär noch am Leben ist. Also zwei Bären in einer Folge verlieren, das hätte ich nicht ausgehalten. Also, das hätte mir das Herz gebrochen. Eieiei. Mehrzweckinfanterie. Ja, ist schon mal richtig cool inszeniert. Also so mit den Zwischensequenzen und so. Echt nett. Oni się znali. A to jego mechaniczne ramię? Czemu nam nie powiedział, że to potrafi? Walium. To ona! Bohaterka, która uratowała nas w Zalesiu! Ja... mieszkańcy miasta są innego zdania. Co ty wygadujesz? Uratowała was dziewczyna z niedźwiedziem? Szukam ojca. Został porwany przez niejakiego pułkownika Zubowa. To bratanica Lecha! Zorganizowała mieszkańców wsi w ruch oporu i zapobiegła tragedii. Przykro mi, ale twój ojciec jest więźniem pułkownika Zubowa, a potem zostanie zabrany razem z innymi. My jesteśmy tutaj. A tu jest dworzec kolejowy, silnie strzeżony. Wielu nas wczoraj złapali. Ci, których jeszcze nie ma na dworcu, są uwięzieni tutaj albo tutaj. Jeśli ich wywiozą, okay, już nigdy ich nie zobaczymy. W porządku. Idziemy? Gdzie mielibyśmy iść? Uwolnić mojego ojca i twoich ludzi, zanim ich wywiozą. Chcesz walczyć z Zubowem i jego żołnierzami? Nie, ale zrobię to, żeby ocalić ojca. Odważna jak jej wuj. Ja też nie będę tu bezczynnie siedzieć. Chodźmy. Nowe zadanie główne. Okay, das ist schon jetzt die zweite Mission. Ja, aber wir haben noch unsere Follower, also irgendwie schön, dass unser Einsatz trotzdem gewürdigt wird, ne? Ah, gut, ich meine, bei den Dorfbewohnern kann man es auch verstehen, dass sie wahrscheinlich einfach nicht so gut auf uns zu sprechen sind, wenn man sieht, dass sie alles verloren haben durch die ganze Zerstörung. Taktische Karte öffnen, indem du die Lupe neben der Minimap drückst. Okay. Interessant. Aber ich würde sagen, es ist hier ein guter Punkt, die Folge tatsächlich mal zu beenden. Aber ich will mal gucken, gibt es da eigentlich sowas wie ein... ich speichere das mal. Gibt es denn hier sowas wie Missionsauswahl? Oder ist das jetzt alles so eine zusammenhängende Geschichte? Das wäre auch ziemlich... Es ist sowieso so eine zusammenhängende Geschichte. Aber ich meine, ob man die einzelnen Missionen auswählen kann. Ich habe jetzt gespeichert.
Ja, ich möchte mal ganz kurz gucken, wie das hier ausschaut. Ja, ist schon cool. Also ich finde es auch cool, dass wir so eine persönliche Bindung jetzt zu dieser Anna haben, ne? Jetzt bin ich komischerweise angemeldet. Das ist schön. Übersicht, ja. Es gibt hier für eine Übersicht. Aha, Anna Chance, Abschied. Okay, also noch 1, 2. 1, 2, 3. 4 Missionen. Die Roosevelt-Kampagne haben wir. Okay, das ist auch sehr gut. Saxony-Kampagne. Und ja, auch die Usonia-Kampagne. Da freue ich mich ja auch sehr drauf. Weil am Ende des Tages ist es ja tatsächlich so, dass das eine neue Fraktion ist, die mit dem DLC dazugekommen ist. Nämlich dem DLC. Steht's hier unten? Nee. Gut, hier steht's nicht. Aber auf jeden Fall dem DLC. Gibt ein DLC. Also einmal die Roosevelt'sche Revolution, was wir jetzt auch gerade hinten gesehen haben, und dann eben eine, wo die Usonia, also so eine Art, ich denke mal, das ist sowas wie die USA, also einfach die, ja, sozusagen die Paralleldimensionsversion oder die Parallelversion von den USA-Leuten und die Roosevelt'sche Revolution. Gibt es dann sozusagen noch so ein paar Zusatzmissionen? Ja, haben wir noch ein paar schöne Sachen vor uns. Ich freue mich. Also, macht bis jetzt sehr viel Spaß und ich bin mal gespannt. Der Preis der Freiheit. Ja, gucken wir mal, ob es unsere polanische Jeanne d'Arc schafft, die polanischen Menschen zu befreien. Ich hoffe es doch. Werden wir sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Iron Harvest 1920. Bis dahin. Ciao.